Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part unserer Weltgenerator-Tutorial-Reihe. Heute möchte ich mit euch gerne ein bisschen Evaluation einbringen. Was genau ist Evaluation, werdet ihr euch jetzt alle fragen. Es sind einfach sozusagen Höhen in unserer Welt. Wir möchten ein bisschen Höhenunterschiede machen. Warum möchte ich das Ganze machen? Ich möchte jetzt gerne mit euch einfach so ein bisschen ein Terrain erstellen. Nennen wir es so. Was genau machen wir jetzt heute? Heute schmeißen wir erstmal den Scheiß hier raus, den wollen wir nicht mehr sehen. Wir machen dafür ein paar andere Sachen. Fangen wir erstmal an. Wir machen als erstes hier oben ein Perlin Noise Generator. Also Perlin Noise Generator. Generator Perlin. Gleich New Perlin Noise Generator. Wohlgemerkt, es ist sehr wichtig, dass ihr diesen Perlin Noise Generator außerhalb der Vorschleifen setzt. Also außerhalb der X- und Z-Vorschleife. Warum, sage ich jetzt gleich auch noch. Also müssen wir noch hier World.exit hinzufügen. So. Also, warum muss das außerhalb der Vorschleifen sein? Ganz einfach. Der Perlin Noise Generator wird sozusagen außerhalb der Chunk-Generierung gemacht. Würden wir ihn jedes Mal hier neu instanzieren, würde eine komplett komische Sache rauskommen, beziehungsweise es würde einfach nur unnötig an Ressourcen verbraten. Deswegen immer schön außerhalb des Ganzen machen, das spart Ressourcen und wird auch am Ende schön bleiben dabei. So, jetzt haben wir hier unseren Perlin Noise Generator, Perlin. Hier setzen wir noch World.exit rein, weil wir ja schließlich den Seed setzen möchten, so dass dieser Noise Generator immer an den Seed angepasst ist. Das heißt, wenn wir den gleichen Seed nehmen für die Welt, wird auch jedes Mal die gleiche Welt entstehen. Nehmen wir einen anderen Seed, entsteht eine andere Welt. Es ist nur dazu da, damit halt sowas dabei entsteht. Was genau macht jetzt ein Perlin Noise Generator? Ein Perlin Noise Generator ist eine Rauschfunktion. Was sind Rauschfunktionen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Die Rauschfunktionen, sind immer Höhen und Tiefen. Values zwischen minus 1 und 1. Und wir möchten jetzt damit am Ende unsere Welt erstellen. Und das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir möchten halt einfach die Höhen und Tiefen halt in die Welt einbringen. Dafür haben wir unseren Perlin erstellt. Und hier müssen wir einfach unser Noise sozusagen machen. Das heißt, wir machen erstmal Double Noise. Ist gleich, sagen wir mal, 64 ist unser Grund-Noise. Wir werden das gleich erstmal in Stone darstellen, später ändern wir das dann auch noch weiter ab. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Double Noise, die ist jetzt auf 64. Warum Double? Weil später auch in Gleitkommazahlen umgewandelt werden kann, da der Perlin, wie gesagt, ein Value zwischen minus 1 und 1 ausgibt und das Doubles sind. Das heißt, es ist nicht nur minus 1, 0 und 1, sondern es kann auch minus 0,333 oder minus 0,037 oder sowas sein. Und deswegen brauchen wir hier ein Double. So, jetzt machen wir hier noch drunter Double Noise gleich Noise plus und dann Perlin.Noise. So, und jetzt müssen wir hier zwei Sachen machen. Wir nehmen jetzt in diesem Fall diese Funktion. Hier müssen wir Chunk x mal 16 eingeben, weil das in diesem Fall wohlgemerkt auf die x-Variable der ganzen Welt sich bezieht. Ansonsten habt ihr immer pro einzelnen Chunk sozusagen das gleiche Design. Das sieht sehr interessant aus, aber das wollen wir nicht machen. Also deswegen Chunk x mal 16 plus x und hier Chunk z mal 16 plus z. Octaves. Die Octaves sozusagen, wie genau das sein soll. Es empfiehlt sich halt, möglichst geringe Octave-Anzahl zu setzen, um halt die Leistung möglichst hoch zu halten. Frequency. Die Frequency ist wie häufig sozusagen, da etwas entsteht. Mit 0,25 streckt ihr die Frequency, mit 5 erhöht ihr die Frequency. So, wir machen jetzt einfach eine Frequency in diesem Fall von, sagen wir mal, 4. Die Amplitude, die Amplitude ist so ein weiterer Wert, der auch nochmal das Ganze ändert. Wie war es denn jetzt? Oh, jetzt komm ich hier ins Grübeln. Die Amplitude setzt ihr möglichst auf ein geringeres Value, weil umso länger ihr die Amplitude setzt, umso mehr ist der Multiplier von der Frequency. Das heißt, wenn ihr die jetzt irgendwie auf 15 setzt, habt ihr eine extrem hohe Frequency, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ansonsten einfach nochmal nachgucken, es gibt auch noch eine schöne Dokument davon. So, dann müssen wir das Ganze noch multiplizieren. Wir wollen aber das ja nicht anders machen, sondern wir machen jetzt hier einmal machen das einmal doch nochmal anders. Double P Noise
gleich und dann Perlin, weil wir das hier den Perlin nochmal multiplizieren wollen gleich, das erkläre ich auch gleich warum. Machen wir jetzt einfach erstmal eine 8 dahin, plus P unterstrich Noise. So, und dann hier einfach Noise, so. Warum genau das Ganze? Warum multiplizieren wir das Ganze? Wir wollen das scalen. So, wir sagen jetzt zum Beispiel, es gibt 4 Frequences und das multiplizieren wir mal 8. So, ihr werdet aber gleich noch wohlgemerkt merken, dass das sehr spitz gleich sein wird. Es wird halt einfach sehr spitz sein, wenn ihr es so macht. Deswegen werden wir das gleiche hier auch nochmal gleich multiplizieren. Ich mache das jetzt einmal so, dass ich hier vorne nochmal eben 2 x-Werte mache. Also int nx gleich chunk x mal 16 plus x. Und das gleiche mache ich nochmal für nz, mache ich in nz. Warum? Um ein bisschen Platz zu sparen und das Ganze ein bisschen übersichtlicher darzustellen. So ist mal 16, ist auch mal 16, so. Jetzt können wir nämlich hier nx und das multiplizieren wir hier mal 0,002. Das sollte schon eine recht schöne gestreckte Sache ergeben. Dann seht ihr auch gleich nämlich, was die Rauschfunktion ist. Das sind nämlich, um genau zu sein, an sich solche Peaks. Das wird man gleich ganz schön sehen. So, wir haben jetzt hier einmal p-Noise. Hier haben wir das nx und das nz-Value. So, das Ganze multiplizieren wir hier auf beiden Seiten gleich. Wenn ihr es unterschiedlich multipliziert, zieht ihr es in die Länge. Könnt ihr auch rumexperimentieren. Also an sich ist es aber sinnvoll, es einfach nur so zu multiplizieren. Hier sollte an sich dieser Value reichen. Wenn ihr es mehr zusammenschieben wollt, macht ihr halt das Value kleiner. Also umso näher das Value, umso kleiner dieses Value, umso weiter streckt sich das. Also umso kleiner dieses Value oder das Value, es ist ja um genau zu sein das gleiche, umso mehr streckt sich die Noise-Funktion. So, jetzt haben wir hier diese Noise und jetzt müssen wir einfach was ganz Einfaches machen. Int y gleich 0. Y kleiner denn Noise. Y plus plus. Entschuldigung. Eine Vorschleife, warum eine If-Schleife? Ich bin doch doof. Eine Vorschleife. So, die Noise ist sozusagen immer wieder ein Value zwischen jetzt in diesem Fall 8 und minus 8. Das heißt, minus 8 bis 8 kann das sein. Das heißt, 64 plus minus 8 bis 8. Also plus minus 8. Könnt ihr euch hier ausrechnen, ist dann also in diesem Fall 56 beziehungsweise 72. Welches, ja, 56 bis 72 ist jetzt sozusagen der Höhenbereich, den wir haben. So, und hier müssen wir es jetzt machen. Jetzt sagen wir also if y gleich gleich 0. Also auf dem Nullwert wollen wir tatsächlich den Bedrock nochmal setzen. Warum? Weil es am sinnvollsten ist. Material.bedrock, weil sonst kommt man so leichter durch, wenn man dann einfach nur den Stein abbaut. Und ansonsten setzen wir jetzt hier Stein. So. Punkt Z-Block und dann hier Material.stone. So, und damit haben wir dann sozusagen den Stein gesetzt. Hier müssen wir aber noch Y einsetzen, damit das halt auch auf den Y-Values ist. So, damit exportieren wir das Ganze. Dann connecten wir wieder zu unserem Server. Ich habe den noch online gelassen, sodass wir es jetzt hier direkt weitersehen können. So, dann machen wir /mw-create. Dann Test 2. Plugin. Doppelpunkt Uhr. Oh, warte kurz, ich muss den Server reloaden, ich bin doof. /reload. Und dann /mw-create-test2-plugin. Doppelpunkt World Generator. /mw-load-test2. Und mw-go-to-test2. /day. Ah, genau, /time. Genau, jetzt seht ihr es auch hier, hier ist es extremst gestreckt. Ich werde das Ganze jetzt noch einmal ein bisschen kleiner machen, damit man auch ein bisschen mehr die Funktion sehen kann. Das heißt, wir machen das jetzt mal 0,006 draus. Das sollte das schon deutlich größer darstellen. Ich hoffe, noch nicht zu spitz, aber das stellt sich gleich heraus. Das Ganze, da könnt ihr einfach mit den Values ein bisschen spielen. Und ihr könnt halt auch Multiple Noises machen. Also ihr seht jetzt, wie ihr eine machen könnt. Ihr müsst halt einfach mehrere aneinander batschen. Und damit erstellt sich dann ein schönes Terrain.
So, das, die dritte hat sich erstellt. So, und jetzt sieht man es, genau, jetzt kann man es hier sehen. Das hier ist sozusagen unser Perlin. Also unsere Rauschfunktion, die sozusagen auf die 64 geklatscht wird. Ich sagte ja, die höchsten Stellen dürfen so an die 72 sein. Da vorne ist eine sehr hohe Stelle. Das hier sieht man auch, genau, hier sind wir auf 71, das kommt ungefähr mit der 72 hin. Und an tiefsten Stellen sagte ich 56. Hier schon recht günstig, recht tief, aber das geht noch tiefer wahrscheinlich. Gucken, 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 gucken. Da vorne, das sieht relativ tief aus, aber es kann auch täuschen. Ah, 58, ja, wir kommen in der 56 relativ nah. Ja, und so könnt ihr dann sozusagen euer Terrain erstellen. Ihr könnt mehrere von diesen Noises sozusagen übereinander legen. Ihr könnt halt auch sozusagen die World Seeds verändern, indem ihr zum Beispiel jetzt noch einen zweiten Perlin macht mit dem World Seed. Nur als Beispiel, ich mache das jetzt auch hier direkt wieder weg, aber macht jetzt zum Beispiel Perlin 1 und hier macht ihr World Seed mal 45. Das könnt ihr ohne Probleme hier machen, diesen Multiplier oder irgendwas anderes machen. Das wird daran nichts ändern, also wird nichts kaputt gehen sozusagen und auch nichts abstürzen dadurch, aber dann habt ihr unterschiedliche Values und dadurch habt ihr nicht immer die gleichen Seeds für die einzelnen Sachen. Das heißt, ihr könnt dann mehrere Perlins aufeinandersetzen, die auch die gleichen Values grundsätzlich haben, die aber dann dadurch unterschiedlich sind, dass sie ein anderes Seed mal haben. Ja, und die Möglichkeiten habt ihr. Und damit könnt ihr sozusagen Evaluation, also Höhenunterschiede in euer Plugin einbringen und somit ein bisschen, ja, eure Welt verschönern, sag ich mal so. Ich habe jetzt den Perlin Noise gezeigt, es gibt noch andere, nämlich den Perlin Octave Generator, es gibt auch noch Simplex Noise, es gibt auch noch Simplex Octave Generator, dann gibt es noch Voronoi Noise und es gibt noch Rigid Multi Noise, dann gibt es noch Fractal Noise, es gibt zigtausend Noises. Alle Noises haben ihre Eigenschaften. Der Perlin zum Beispiel, habt ihr gerade eben gesehen, zieht halt runde Kreise, seht ihr hier auch sehr stark. Er zieht halt solche runden Kreise. Beim Fractal Noise habt ihr lange, Art Snake-artige Spitzen und zwischendrin sehr viel flach. Also, das ist auch beim Rigid Multi so, die sind sehr ähnlich. Und beim Voronoi habt ihr sozusagen Vierecke, Quadrate, die aneinander geklatscht sind und die unterschiedliche Höhenwerte haben. Das heißt, ihr habt ein Viereck, das ist sozusagen nur auf Höhe 4, dann ein Viereck, das ist auf Höhe 8 und so weiter und so fort. Und dann bei den Octave habt ihr auch sowas ähnliches wie den Perlin Noise, nur noch ein bisschen noch runder. Ja, und das Ganze sind sozusagen... Ja, die Noises. Ich werde demnächst nochmal auf die genauen Noises eingehen, beziehungsweise vielleicht nochmal so ein Vorstellungsvideo von den Noises machen. Im nächsten Tutorial werde ich nochmal das Biome Grid einsprechen und euch zeigen, wie ihr halt sozusagen die einzelnen Biome setzen könnt, beziehungsweise die einzelnen Biome getten könnt. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!